Dann haben die anderen sich beschwert und haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wer welcher Sklave ist. Oder wir wissen nicht, wer, wo, was hat er für einen Rang. Und dann kam der Vorschlag, dass man den Sklaven Bändern anlegt, ja, damit man weiß, dass er ein Sklave ist. Ich möchte euch in Kenntnis setzen, einer von euch hatte die Idee, dass wir weiße Bänder machen. Die Geschichte dahinter ist, dass in den römischen Zeiten Es tut mir echt leid. Eins ist ganz wichtig. Kämpft gegen die perfekte Industrialisierung. Ja, und dazu liefern wir die Bänder, ja? Weil die Bänder besagen nichts anderes, das haben früher die Sklaven getragen. Also, die Idee war dahinter, die Sklaven sind damals unter der Bevölkerung, haben sie sich auch unter das normale Volk gemischt, dann haben die anderen sich beschwert und haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wer welcher Sklave ist. Oder wir wissen nicht, wer, wo, was hat er für einen Rang. Und dann kam der Vorschlag, dass man den Sklaven Bändern anlegt, ja, damit man weiß, dass er ein Sklave ist. Ja. Nur dann gab es wieder einen Einwand von einem der Römer, von den Senatoren, der hat gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht, ja, weil dann sehen sie, wie viele sie sind. Ja. Und dann haben sie es gelassen. und das ist von unserer Seite halt ein Vorschlag, von uns an euch, welche eigentlich von euch ausging, dass wir uns Bänder, weiße Baumwollbänder, kann jeder selber machen, anlegen. Ja? Ich stelle mir das ziemlich cool vor, weil wenn einer so in der Straßenbahn so ist, ja, und der eine daneben, und ja, dann sieht man sich so an, ja, dann kommt so ein Augenzwinkern, ja, du weißt schon, was los ist, gell? Ja, gell? Also so stelle ich mir das vor und ja, Technik ist im Arsch. Okay, ciao. We'll be right back.